Du hast Schmerzen vorne an der Hüfte, wenn du das Bein hochhebst. Und diese Dehnung tut dir ebenfalls weh. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute erfährst du eine Ursache für Schmerzen vorne an der Hüfte. Ich zeige dir eine Behandlungsmethode, die sehr effizient ist für diese Art von Beschwerden. Und nicht zuletzt gebe ich dir ein paar Tipps, was du vermeiden solltest, damit deine Beschwerden auch längerfristig wegbleiben. Schmerzen an der Hüfte, wirklich vorne an der Hüfte, nicht seitlich und auch nicht innen. Vor allem, wenn diese Schmerzen nach der Belastung auftreten, sie können von einer Iliopsoas-Tendinopathie kommen. Der Iliopsoas ist einer der stärksten Muskeln, die du in deinem Körper hast. Besser gesagt sind es zwei Muskeln. Einmal der Psoas, der setzt vorne an den Wirbelkörper an, über den Beckenschaufel zur Hüfte hin. Und der zweite, der Iliacus, der setzt sich hier an der Beckenschaufel an und setzt sich ebenfalls an den Hüftknochen. Diese beiden Muskeln, die setzen dann zusammen, einmal mit einer großen Sehne über das Gelenkspalt von der Hüfte bis zu diesem kleinen Punkt hier, der Trochanter Minor. Es ist nicht nur eine einzige Sehne, sondern halt mehrere Fasern, die sich in den Bereich plus Gelenkkapsel ansetzen. Dieser Muskel macht hauptsächlich, dass er das Bein hebt nach oben und es dreht die Hüfte nach außen. Es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie Muskeln überhaupt funktionieren. Der Muskel hat einen Anteil an Muskelfasern, die sich bei Anspannung zusammenzieht. Dieses Zusammenziehen übt dann eine Kraft aus, die weitergeleitet wird über die Sehne. Die Sehne setzt dann an den Knochen an und durch diesen Zug an der Sehne, die dann das Knochen bewegt, passiert letztendlich die Bewegung an sich. Das Beinheben zum Beispiel. Die Sehne also überträgt die Kraft von den Muskelfasern an den Knochen. Es kann aber vorkommen, dass diese Muskelaktivität die Kapazität von dieser Kraftübertragung deutlich übersteigt. Wenn du zum Beispiel jetzt einen neuen Training begonnen hast oder wenn du laufen gehst und viel mehr schräge gelaufen bist oder auch wenn du jetzt eine OP gehabt hast und deswegen jetzt dein Gewicht nicht auf den Boden verlagern kannst. Die zweite Möglichkeit, was die Sehne besonders überfordert, ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine OP gehabt hast. Wenn du eine Hüftprothese bekommen hast, wird genau an den Ort, wo diesen Muskel an dem Knochen ansetzt, auch mitoperiert. Oder wenn du jetzt halt ein Pinchman-Syndrom hast. Beide sorgen dafür, dass die die Gelenkkapsel eröffnet wird und somit auch Fasern von diesem Muskel mit betroffen werden, beziehungsweise Fasern von der Sehne. In diesen beiden Situationen ist deine Sehne überfordert. Das kann dafür sorgen, dass die Sehne, dass der Ansatz jetzt halt mit in Leidenschaft gezogen wird. Und dadurch kann sich dann halt Schmerzen vorne an der Hüfte ausgelöst werden. Diese Schmerzen am Beginn treten erst nach der Belastung auf. Das heißt, währenddessen du laufen gehst, tut es dir nicht weh, aber 24 Stunden später tut dir deine Hüfte besonders weh. Im späteren Verlauf kann es so sein, dass es nach längeren Zeit im Sitzen auch deine Hüfte wehtut und letztendlich kann es auch dann wehtut während der Aktivität, weil die Sehne jetzt so belastet ist, dass sogar die Muskelanspannung für eine Reizung an den Ansatz sorgt. Nun haben schon mehrere Studien gezeigt, dass Spritzen nicht die beste Möglichkeit sind, um Sehnenbeschwerden zu behandeln. Im Gegensatz dazu scheint es der konservative Behandlung mit Übungen genau das Richtige zu sein. Erst dann, wenn du diese ernsthaft probiert hast und diese nicht in eine Besserung gebracht hast, sind andere medikamentöse Therapie indiziert. Und wie dieses Übungsprogramm genau aussehen könnte, damit du selber deine Schmerzen an der Hüfte behandeln kannst, zeige ich dir jetzt. Aber bevor wir loslegen, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr solche Videos bekommen möchtest, wie du selbstständig für deine Schmerzen etwas tun kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen, was du machen kannst für deine Gesundheit, um endlich sich schmerzfrei wieder zu bewegen.
Das Wichtigste. Bei der Behandlung von Sehnenbeschwerden scheint der progrediente Steigerung der Intensität der Übungen zu sein und erstmal Überlastungssituationen zu reduzieren. Das heißt, es kann sinnvoll sein, zu Beginn erstmal deine sportliche Aktivität oder Überlastungssituationen zu reduzieren, damit deine Sehne erstmal überhaupt Möglichkeit hat, sich von der Überbelastung zu erholen. Erstmal deine Trainingsintensität reduzieren und dazu nimmst du erstmal diese Übungen. Und du legst sie erstmal auf den Rücken hin. Als erstes solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Das gesunde Bein sollst du jetzt aufstellen. Das andere Bein streckst du jetzt aus und lässt es jetzt auf dem Boden. Dann ziehst du als erstes die Zehe zu dir ran, einfach, dass du eine Grundspannung schon erzeugt hast. Versuche ganz bewusst dein Becken die ganze Zeit auf dem Boden zu lassen und nicht jetzt halt die Lendenwirbelsäule nach unten zu drücken. Und in dieser Position, das Einzige, was du machen solltest, ist nun versuchen, langsam das Bein von dem Boden hochzuheben. Aber nur die Spannung, so als ob du die Ferse von dem Boden hochheben würdest. Das Maximale, was du an Spannung machen solltest, ist so viel, damit du das Gefühl hast, dass dein Bein jetzt nicht mehr auf dem Boden ruht, sondern leicht hochgehoben ist. Und in dem Moment, wo du das jetzt hast, wo die Wade jetzt halt nicht mehr auf dem Boden liegt und auch die Oberschenkel nicht mehr auf dem Boden liegt, das Knie sollte möglichsterweise komplett durchgestreckt werden. Dadurch ist schon die Übung schwer genug. Wenn du das hast, bleibst du einfach in diese Position. 30 Sekunden lang einfach das Gewicht von deinem Bein zu halten. Wenn du diese 30 Sekunden durch hast, dann legst du das Bein langsam wieder ab. Auch wirklich mal langsam, bis das Gewicht komplett abgegeben wurde auf dem Boden und dann ist die Übung zu Ende. Lass ihn mal ein paar Sekunden Zeit, 10, 15 Sekunden, locker auch komplett die Spannung und dann wiederholst du genau das Gleiche nochmal. Dein gesundes Bein gibt dir jetzt halt ein bisschen Stabilität, auch vom Becken her soll es ein bisschen stabiler sein. Die Zehe ziehst du zu dir ran und dann einfach das Gewicht vom Bein hochheben. Knie komplett durchgestreckt und in diese Position 30 Sekunden bleiben. Und diese Übung wiederholst du jetzt 5 mal 30 Sekunden mit ein bisschen Lockerungspause zwischen einer Sitzung und der nächsten. Und das ist deine erste Übung. Für die nächste Übung, das wäre jetzt halt eine Plank Position. Diese Übung kann sehr anspruchsvoll sein, deswegen zeige ich dir jetzt drei Möglichkeiten, je nachdem zu deinem Trainingszustand. Die allerschwierigste Variante wäre, dass du dich nach unten drehst. Ellenbogen sind jetzt komplett auf dem Boden. Deine Handfläche ist jetzt komplett auf dem Boden. Deine Füße sind aufgestellt. Und in dieser Position versuchst du nun, die Hüfte nur vom Boden hochzuheben. Damit du in einer Linie bist, was jetzt Schulter, Becken, Knie und Ferse. Und einfach hier oben halten. Nichts anderes machen. 20 Sekunden lang in dieser Position halten. Das ist aber die allerschwierigste Variante. Die zweite Variante, wenn du mittelmäßig trainiert bist, ist, dass du jetzt halt deine Unterschenkel kreuzt, deine Knie bleiben auf dem Boden und jetzt hebst du nur das Becken hoch, aber legst dein Gewicht noch auf die Knie ab. Ebenfalls hier versuchst du nun 20 bis 30 Sekunden zu bleiben. Einfach in diese Position anspannen, Spannung halten, 30 Sekunden. Wenn die 30 Sekunden vorbei sind, dann die Hüfte langsam zum Boden wieder ablegen. Das ist die mittelschwere Variante. Und die dritte Variante, wenn die beiden anderen für dich zu schwer sind, ist, dass du deinen Oberkörper einfach an ein Möbelstück ablegst. Das heißt, deine Ellenbogen kommen jetzt auf der Kommode zum Beispiel drauf oder auf dem Küchentisch. Deine Füße, die kommen jetzt weit nach hinten. Je weiter du nach hinten gehst mit deinen Füßen, desto schwerer ist auch die Übung. Deswegen Vorsicht. Und jetzt in dieser Position versuchst du nun zu vermeiden, dass das Becken nach vorne fällt. Das heißt, die Füße, auch die Ferse bleiben auf dem Boden, deine Beine sind hüftbreit gestreckt und jetzt bleibst du einfach in dieser Position. 30 Sekunden und ebenfalls hier 5 Wiederholungen.
Zwischen jeder Wiederholung ist es wichtig, dass du einmal aufstehst und die Spannung auch komplett löst. Das Wichtigste, vor allem in dieser ersten Phase der Rehabilitation, sind genau nur diese Spannungsübungen. Das heißt, da passiert weniger Bewegung, sondern du spannst nur den Muskel an und hältst die Spannung. Das scheint für die Sehne in dieser ersten Phase ganz gut zu sein. Die nächste Übung ist wieder auf dem Rücken. Du wirst jetzt das gesunde Bein strecken. Das Bein, wo du Beschwerden hast, das wird jetzt aufgestellt. Und in diese Position, nur mit dem Bein, wo du Schmerzen hast, versuchst du nun, das Becken von dem Boden hochzuheben. Ebenfalls hier sollte maximale Spannung nur sein, dass du das Gewicht von deinem Po von dem Boden hochhebst, nicht tatsächlich die Bewegung an sich. Halte ebenfalls hier die Spannung für 20 bis 30 Sekunden und dann löse es wieder. Je nach Zustand kann es sein, dass durch diese Beugung du schon auch Schmerzen bekommst. Wenn es so ist, dann streck ein bisschen mehr das Knie, drücke ganz fest die Ferse nach unten gegen den Boden und versuche in dieser Position dann das Becken plus das andere Bein vom Boden hochzuheben. Halte die Spannung für 30 Sekunden und dann langsam, wichtig, langsam wieder lösen. Jetzt kommt noch eine dynamische Übung dazu. Eine einfache Kniebeuge. Deine Beine hüftbreit auseinander. Wenn du es schaffst, die Hände gestreckt nach oben, sonst kannst du die auch an der Hüfte hinlegen. Das ist leichter, das ist schwerer. Und in dieser Position langsam runtergehen in die Beugung. 1, 2, 3, 4, 5 halten, um dann wieder hochzukommen. Beim Hochkommen ganz bewusst das Gesäßmuskel auch anspannen. Probier mal, ob du es auch mit gestreckten Armen hinbekommst. In die Kniebeuge runtergehen. 5 Sekunden hier unten halten, um dann langsam wieder nach oben zu kommen. Die Hüfte komplett durchstrecken. Runterkommen in die Kniebeuge. 5 Sekunden halten, um dann langsam wieder nach oben zu kommen. Bei dieser Übung kannst du gerne versuchen, 2 Serien von jeweils 15 Wiederholungen durchzuführen. Und bei der letzten Übung von der ersten Phase brauchst du jetzt einen kleinen Hocker oder irgendwas, wo du dein Bein ablegen kannst. Du sollst dich hinstellen, das Bein, das betroffene Bein, das legst du jetzt auf den Hockerchen ab, wenn möglich Knie 90 Grad und Hüften 90 Grad. Und in dieser Position versuchst du nun, das Bein nur von der Oberfläche hochzuheben, dass du diese 90 Grad dann halt einfach hier oben hältst. Halte die Position ebenfalls für 30 Sekunden, um dann das Bein langsam wieder abzulegen. Es wäre schön, dass wenn du diese Übung machst, dass du jetzt nicht so weit nach hinten kommst mit der Lendenwirbelsäule, sondern versuche, deinen Rumpf aufrecht zu lassen, in die Beugung zu gehen, 90 Grad Knie und 90 Grad Hüfte und einfach in dieser aufrechten Haltung das Bein 30 Sekunden so zu halten. Eine Wand kann dir eine gute Hilfe geben. Das heißt, Rücken an der Wand, nicht ablehnen. Das Bein kommt jetzt auf ein paar Bücher, auf ein Hockerchen und hier in diese Position einfach hochheben. Dadurch, dass du die Wand hinter dir hast, kommst du nicht in der Versuchung, mit dem Rumpf nach hinten zu kommen. Diese Übungssequenz solltest du für 4 Wochen lang machen. Beziehungsweise bis dann deine Schmerzen weniger werden. Dein Parameter ist immer die Schmerzen, die nicht du während der Übungen hast, sondern die du 24 Stunden nach der Übungen hast. Wenn deine Schmerzen da nicht stärker sind als zuvor, dann hast du schon einen guten Punkt erreicht. Wenn du den Punkt hast oder 4 Wochen später, je nachdem was zuerst kommt, solltest du dann diesen 2 Übungen noch dazu nehmen. Für die nächste Übung brauchst du jetzt ein Gummiband. Den solltest du an einer Tür befestigen. Du befestigst in der Tür, machst so eine Art von Schlinge und packst dann dein betroffenes Bein da rein, so dass es ungefähr hier auf dem Fuß bleibt. Dann auf die Seite hinlegen. Das Knie bleibt nun in 90 Grad und das untere Bein genauso auf dem Boden. Jetzt ziehst du die Hüfte schnell nach vorne, kurz halten und jetzt kommt die Übung an sich. Ja? Du solltest bremsen, wie das Bein nach hinten wieder zurückgezogen wird. Ganz langsam, dass du die Hüfte wieder streckst. Schnell nach vorne, kurz halten und langsam bremsen,
wie du wieder zurückkommst. Schnell nach vorne, kurz halten und langsam bremsen, wie du wieder zurückkommst. Es ist schon wichtig, dass du auch ein Gummiband nutzt, die auch ein Tick stärker ist, damit du auch diesen Trainingseffekt hast. Von dieser Übung solltest du jetzt 3 Serien durchführen für jeweils 12 bis 15 Wiederholungen. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich auf den Boden zu legen, weil zum Beispiel du an der Hüfte operiert worden bist, dann ist diese Übung eine gute Variante dazu. Du wirst aber ein Gewicht brauchen. Dieses Gewicht solltest du dann an deinen Knöchel befestigen. Sitzen, das Gewicht unten an den Knöchel und in diese Position hebst du dann das Bein zu dir nach oben, oben kurz halten und jetzt bremsen, wie das Bein wieder nach unten kommt. Ebenfalls hier 2 Serien von 15 Wiederholungen. Oben hoch, kurz halten und dann langsam bremsen, wie es runtergeht. Je langsamer du dieses Bremsphase machst, desto schwieriger ist die Übung. Und genau das soll sie auch sein. Diese Routine behältst du dann für noch weitere 4 Wochen. Das heißt, nach 8 Wochen, wo du diese ganzen Übungen machst, mindestens 2-mal in der Woche, solltest du dann auch leichte Sprünge in dein Training reinnehmen. Wenn du jetzt halt kein Problem hast und springen kannst, dann wäre das Ideale, dass du langsam runtergehst und hier unten einfach angekommen, hochkommen und springen. Das Wichtige bei der Sprungübung ist die Landungsphase, dass du wirklich sorgst, dass du runter in die Landung kommst. Falls du nicht springen kannst, weil du zum Beispiel operiert worden bist, dann versuche einfach mal schnell nach unten zu kommen und komplett die Hüfte wieder zu strecken. Runter zu kommen und komplett wieder die Hüfte strecken. Hier ist es nicht schnell, sondern wirklich langsam in die Beugung und dann schnell in die Streckung. Langsam in die Beugung und schnell in die Streckung. Wenn du die Variante auswählst, ohne das tatsächliche Hüpfen, dann solltest du ein paar mehr Wiederholungen machen. Das heißt mindestens 20. Falls du hüpfen kannst, dann sind 10 genug. Und nun ein paar Tipps, was du unbedingt vermeiden solltest, beziehungsweise was nicht so gut ist für deine Sehne während dieser Reha-Prozess. Das erste sind Kompressionskräfte. Diese Muskel geht, wie gesagt, von den Beckenlendenwirbelsäulen nach vorne über die Hüfte. Wenn du längere Zeit in sitzender Position bleibst, hast du eine ständige Kompression auf der Sehne, was jetzt nicht so gut ist. Das zweite sind Querbelastungen. Das heißt, diese Art von Dehnung oder auch diese Dehnung hier, die sind in der ersten Phase nicht ganz so gut, weil in dieser Position die Sehne unter sehr doller Querbelastung kommt und das schadet in diesen Anfangsphase auch diesen Regenerationsprozess. Verzichte erstmal auf die Dehnung und nehme die später in dein Trainingsprogramm erstmal auf. Das dritte, Ruhe heilt keine Tendinopathie. Auch wenn du leichte Schmerzen hast, ist es wichtig, dass du versuchst in der Anfangsphase auch aktiv zu bleiben. Geh einfach mal spazieren, wenn du jetzt gerade nicht laufen kannst oder andere Aktivitäten, wo du Ausdauertraining haben kannst. Mindestens 10 Minuten am Tag sind indiziert. Wenn du laufen gehst bzw. spazieren gehst, versuche in der Anfangsphase und nur in der Anfangsphase auch Steigerungen zu vermeiden. Bergab ist nicht ganz so gut. Erst später dann wieder, wenn deine Sehne gut mitmacht. Ich freue mich, dich bei dem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss!